Moment, haben Sie sie nicht aufgehalten? Noch nicht. Untersuchung von Lebensformen unter Katastrophenbedingungen. Projekt Lucy. Ich wusste nicht, dass Brady auch Sinn für Humor hat. Man gab der ersten menschlichen Lebensform den Namen Lucy. Da unser Projekt das Ziel hat, eine neue Spezies zu erschaffen, hielt Dr. Brady den Namen für durchaus angebracht. Also was zum Teufel haben Sie hier zu suchen? Dr. Phillips. Schön, dass Sie auch hier sind. Hat's Ihnen noch keiner gesagt, Reardon? Sie sind seit einem Monat gefeuert. Die Disketten kriege ich. Scheiße! Sicherheit! Wir haben einen Eindringling im Gebäude! Sicherheit! Wir haben einen Eindringling im Gebäude! Wir haben einen Besucher. Mike Reardon. Doc Phillips, ich habe einen langen und schweren Tag gehabt. Also, warum zum Teufel verschwinden Sie nicht einfach aus meinem Blickfeld? Das ist kein Witz, Quint. Er arbeitet zusammen mit einer Zeitungsreporterin. Keine Sorge, er ist hier. Und wir sind gleich weg. Kein Problem. Was soll das bedeuten? Brady will, dass diese Phase des Projekts ihr Ende findet. Deshalb wird in ungefähr 3 Minuten dieses Gebäude und alles, was darin ist, auch unser Freund Reardon, in die Luft fliegen. Brady wird sie im Labor am Flugplatz einsetzen. Ich habe einen Mutanten einzufangen, eine Liste mit überflüssigen Versuchspersonen. Ich will Sie nicht mit Details langweilen. Ihr Fahrer wartet draußen. Gentlemen, der Locksman. Flüssig sauerstoffbetriebener Sofortneutralisierer. Eine schöne Waffe. Friert seine Opfer auf der Stelle ein mit einem Stoß flüssigen Sauerstoffs. Raketentreibstoff. Wir haben während des Golfkrieges Tausende damit getötet. Was hätten wir tun sollen? Töten Sie mal 300.000 Leute innerhalb von 4 Tagen. Da braucht's Kreativität. Wieso töten Sie das Monster? Es wird nicht getötet. Es wird nur etwas verlangsamt. Wir haben ein komplettes Labor, den Neutralisierer. Uns fehlt nur noch der Lockvogel. Bitte? Jetzt kommen Sie ins Spiel. Bitte schauen Sie sich die Spritze da mal an. Unsere Kreatur sucht verzweifelt eine Liebhaberin. Aber weil sie an die wahre Liebe glaubt, wartet sie auf die richtige. Und genau die haben sie uns nicht gebracht. Also tun wir das nächstbeste. Wenn sich diese Chemikalie mit ihrem Blut vermengt hat, wirkt sie wie ein Filter für ihre Chromosomen, ganz leicht. Es reicht, die Kreatur glauben zu lassen, sie wären die ideale Partnerin. Und wenn sie sich voll Liebe auf sie gestürzt hat, können wir sie leicht einfangen. Fahren Sie hier rechts. Von 100 Metern. Was jetzt? Gehen Sie los, Mr. Quint. Das Spiel ist eröffnet. Erregen Sie Aufmerksamkeit. Flirten Sie. Scheiße.
Denken Sie an Ihren großen Beitrag zur Genforschung. Wieso halten Sie nicht Ihr Maul und überprüfen dieses Spielzeug? Wenn es Ihnen eine Hilfe ist. Losschießen. Ich darf Sie nicht treffen. Schießen Sie endlich, Phillips! Das war knapp, danke. War selbstverständlich. Allein kriege ich das Ding nie von ihr fortgeschafft. Du geiler Bastard. Hallo? Hallo, melden Sie sich! Hallo! Hallo! Miss Palmer... Wir haben uns vorhin schon gesehen. Sind Ihre Freunde noch bei Ihnen? Ja. Wo ist mein Sohn? Was haben Sie mit ihm vor? Warum kommen Sie nicht alle mal bei uns vorbei? Kennen Sie das Flugfeld am Ende der Manheim Road? Seien Sie in einer Stunde hier. Sie finden uns im Hangar auf der Nordseite. Oh, und Miss Palmer. Bringen Sie keine ungebetenen Gäste her. Sonst sehen Sie Ihren Sohn niemals lebend wieder. Ich spüre förmlich, wie es sich darauf freut. Kleiner Ratte. Danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Dann können wir beginnen. Besser, Sie schließen gut ab. Niki, halt so schnell wie möglich ab hier! Nicht abhauen. Hier. Sanktionier, du Scheiße!